Sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrter Weil, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Frau Reimann. Ich befinde mich heute in einem Fitnessstudio hier in Hannover, ganz in Ihrer Nähe. Und ich möchte Sie für kommenden Sonntag oder Montag ganz herzlich hier einladen. Ich will Ihnen jetzt zeigen, wie man in gut organisierten Fitnessstudios wertvoll unter allen Abstandsregeln mit allen entsprechenden Hygienemaßnahmen sehr, sehr vorsichtig auch Sport treiben kann. Sport ist für viele Menschen nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern ebenfalls ein wichtiger Teil für Rehabilitation oder Prävention, also das Vermeiden von Krankheiten oder dem Vorbeugen von Krankheiten oder danach in der Heilung. Hier wird wertvolle Arbeit geleistet unter sehr engagierten Trainern unter entsprechenden Aspekten. Natürlich müssen wir auch beachten, dass hier auch wirtschaftliche Sachen fallen. Menschen haben investiert, Familien haben investiert und es geht auch darum, Arbeitsplätze zu erhalten. Deshalb meine Bitte, besuchen Sie mich hier in Hannover, gerne in diesem Studio, nächste Woche Montag oder jetzt am Sonntag. Ich möchte mit Ihnen gern diskutieren, wie man diese Art von Fitnessstudios eröffnen kann. Laut Ihrem Plan soll erst geprüft werden am 25. Mai, ob da was passieren kann. Andere Länder machen es hervorragend vor. Hier gilt es zu gucken, wie die Kollegen das, Ihre Kollegen das in anderen Ländern machen. Und da heißt es, gutes Lernen, gutes Nachmachen. Zur Untermalung meiner Argumente spiele ich jetzt mal ganz kurz das Meinungsbild von Dr. Kurt Moseter ein. Er ist Spezialist, er berät Fußballverbände und Fußballvereine und ist als Arzt hier prädestiniert, um auch mal die Fachmeinung abzugeben. Hier eine ganz wichtige Botschaft zum Gesundheitstraining. Betreutes, gezieltes Muskeltraining hilft dem Immunsystem auf breiter Front. Der Dynamo und die Batterie vom Immunsystem sind trainierte Muskeln. Unter der Haut eine große Menge an fantastischen Muskelhormonen. Interleukin 15 ist eine Substanz fürs Immunsystem. Die wird produziert von Muskeln und aktiviert natürliche Killerzellen. Die natürlichen Killerzellen sind diejenigen, die Viren und Bakterien in Millisekundenbereichen töten. Muskeln hemmen Fett, Muskeln aktivieren die natürlichen Killerzellen. Und man kann eigentlich von einem Altersschutz auch sprechen. Mit richtigem Training, mit Myokinen, mit der richtigen Vitamine, wird klar, dann kann man erfolgreich gesund altern. Und auch ältere Menschen können und sollten trainieren. Das gilt für jung und alt. Die Muskelhormone halten unser Gehirn und unser Immunsystem auf Trab und fit. Modernes, großes Paper im Lancet 2019 zeigt, man muss im Alter nicht einfach seine Muskelmasse verlieren und degenerieren, sondern man kann was dagegen tun, fürs Gehirn, für die Muskeln und für die Autonomie und die Abwehrkräfte. Die muskuläre Arbeit ist auch der entscheidende Faktor, Zucker zu verbrennen. Wir sehen heute aktuelle Daten, dass das Risiko am Covid-19 zu erkranken und auf der Intensivstation zu sterben um einen Faktor 10 höher ist bei Diabetes Typ 2. Die wichtigste Maßnahme gegen Diabetes Typ 2, Muskeltraining, den Stoffwechsel regulieren. Und Übergewicht ist deshalb der heimliche Killer im Hintergrund. Und Ernährung und Training sind die richtige Maßnahme, dem entgegenzuwirken. Sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Reimann, sehr geehrte Frau Ministerin, hiermit möchte ich meine Bitte noch mal erneuern und ich möchte Sie ganz herzlich für kommenden Montag oder übermorgen kommenden Sonntag hier nach Hannover in ein Fitnessstudio einladen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Herzliche Grüße, Roy Kühne.